Nein, 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 nein. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei Bangarang Talk Hogwarts Legacy. Ja, wir sind in gerade angekommen. Uns wurde das Buch erklärt, die Karte erklärt, der Husten erklärt. Und jetzt wollte ich schon mit der Maus spielen hier. Genau, wir haben ein paar Aufträge und zwar, indem ich diesmal umschalte. Ich sollte mich... Ah, jetzt habe ich Napf geschlossen. Okay, jetzt gucken wir nochmal drauf. Warte mal, da war noch was. Verzauberter Kompass, genau. Der zeigt mir, mit dem kann ich die Orte finden, die Hauptaufträge. Genau, ich war eben hier drauf. Das kann ich ja nochmal zeigen, beim letzten Mal konnte ich es nochmal zeigen. Genau, hier ist Zauberkunst, wo ich Arceo lerne und hier lerne ich Leviosu, Verteidigen gegen dunklen Künste. Und ich habe für heute am ersten Tag, habe ich die beiden Aufträge und noch zwei, die ich noch nicht kenne. Was ist das hier? Okay, was sind das für Aufgaben? Hier oben ist dann, genau, hier ist ein bisschen... Ist das... Ist die Karte... Herausforderungen? Ah, okay, das sind Sachen, die ich dann freischalte, ne? Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Legendärer Handschuh. Okay, und hier habe ich... diese Brille gekriegt, ne? Benötigt für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Hogwarts-Brille. Okay. Sammlungen. Was haben wir hier? Ah, hier habe ich Wegepunkte wahrscheinlich. Ne? Orte freigeschaltet irgendwie. Okay. Ja, ich denke mal. Ne. Kannst du mal, dass das. Kennt ihr das, wenn ihr so bei Spielen das habt? Dass denn da irgendwie so ein. Ah, okay, das ist das Bild. Ah, okay, da gibt es Orte in Hogsmeade und in Hogwarts, die ich freischalten kann. Gibt es sonst auch. Das Hochland. Das Hochland. Ich kann mich also wirklich auch außerhalb von Hogwarts bewegen. Und hier sind auch noch ein paar Sachen. Ich glaube, die habe ich freigeschaltet, einfach weil ich mich hier angemeldet habe, ne? Kann das sein? Genau. Das waren so Sachen, die habe ich einfach gekriegt, weil ich mich hier angemeldet habe. Irgendwelche Online-Belohnungen, keine Ahnung warum. Okay. Ansonsten habe ich noch nicht viel. Ausrüstung. Ausrüstung? Ach, hier kann ich die auch anziehen, ne? Schickes Outfit hier. Nee, ich lasse natürlich meinen geilen Umhang an hier. Handschuhe. Schöne schwarze Handschuhe. Ja, nice, Alter. Brille, brauche ich eine Brille. Nee, brauche ich nicht. Ein Hut? Habe ich einen Hut? Nee, komm. Also wenn es jetzt ein Zauberhut gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, aber eine Schiebermütze? Na, okay, den muss ich noch freischalten. Ach, hier habe ich noch einen Anhänger. Nee. Nur den, okay. Bringen die denn irgendwas? Kann ich denn, können die mir irgendwie... Ja klar, die können Verteidigung geben. Also es kann auch ein Rüstungswert sein. Verkaufswert 60 Bucks. Mhm. Halsbekleidung. Ach doch, ich hab Halsbekleidung. Beiger Schal. Keine magischen Eigenschaften. Naja, komm. Sah jetzt nicht so cool aus. So, sonst leuchtet hier nichts mehr. Also gucken wir uns einfach mal um. Genau, ich gehe jetzt nicht gleich zum Unterricht. Sind wir mal ehrlich. Wir wollen uns erstmal umgucken. Was ist das hier? Ach, und der zeigt mir den Weg, ne? Genau, okay. Ja. Ist mir gerade egal. Ich will hier erstmal rumgucken. Komme ich noch nicht rein? Aha. Interessant. Hä? Hä? Ah. Wo bin ich hier? Bibliothek? Nee. Doch, die Bibliothek. Oh, ich bin in der Bibliothek. Ist das Madame... Nee, Madame Pince ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Auch wenn sie sehr alt ist. Wer bist du? Hey, wer bist du? Wer bist du? Bist du... Du bist die Bibliothekarin. Wie heißt du? Ich will wissen, wie du heißt. Mist, sie sagt's nicht. Okay, oh wow. Die Bibliothek von Hogwarts. Wow, wo ist die verbotene Abteilung? Gibt's noch gar nicht, ne? Erst seit Dumbledore, obwohl doch, die verbotene Abteilung gab's da schon wahrscheinlich. Dumbledore hat da einfach nur die bestimmten Bücher reingebracht. Aber vielleicht gab's sie auch noch gar nicht. Vielleicht gab's da noch keine Bücher, die nicht benutzt werden dürfen. Was ist das hier? Sieht weird aus. Revelio. Ja. Ja. Aber ich kann damit nichts machen.
Vielleicht ein andermal. Oh, was ist hier? Eine Kiste. Da drin waren 41 Galeonen. Schön. Also mir gefällt's. Ich find's also bis jetzt wirklich toll. Ist einfach, ich bin auch ein bisschen begeistert, dass man wirklich jetzt mal, also wenn ihr die anderen Let's Plays gesehen habt mit Halbblutprinz und Orden des Phönix und zuletzt jetzt Gefangener von Azkaban, da war Hogwarts halt so ein bisschen, gerade Gefangener von Azkaban war natürlich Hogwarts so ein bisschen, ja, nicht sagen, sperrig, ne? Bisschen leer alles, aber okay, hier komme ich hier wieder wahrscheinlich hoch, ne? Auf. So, was ist da? Oh, was übersehe ich? Wer bist du? Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehrere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Lumos, komm bitte zu mir. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Ah, okay. Okay. Mal angucken. Treppe und der dicke Mönch. Müsste der hier unten irgendwo sein, oder? Andere Seite vielleicht. Oh, da geht's raus. Da. Da ist es. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was mache ich jetzt? Was ist so besonders daran? Was mache ich jetzt? Da ist ein Schmetterling. Rebellion. Zurück in den Rahmen mit dir, Kleine. Die Motte hält an. Vielleicht muss ich mit Lumos weitermachen. Lumos. Ach, warte. Ah. Ah. Aha. So. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. In Handbuchseite. So, dann mache ich das aber gleich auch in der Bücherei, ne? Ich würde am Wochenende gerne nutzen, was heißt es? Okay. Ah. Dieser verschnörkelte Springbrunnen besitzt filigrane, gearbeitete Statuen von Bewohnern, die magische Welt, darunter die steinerne Sirene, die den Brunnensockel umrundet. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal in die Bücherei, da hoch zu diesem Bild. Ich weiß immer nicht genau, wie die Türen öffnen. Ich muss einfach davor warten, oder was? Okay. Wenn ihr meint, dass das so ein Ding ist, um Türen zu öffnen. Das war hier ganz hinten, ne? Trappen bei den Pins. Dahinter war das, glaube ich. Oder hier? Hier. Lumos. Das ist ein großes Bild. Da drüben.
Yes! Aber ich habe da hinten noch mehr gesehen. Komm ab, ja! Denn hier war noch... Rebellion. Ha! Der alte Bibliothekar. Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldet er lärmende Schüler nicht und dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Gut. Okay. Ja, Bücherei gucken wir später auf jeden Fall nochmal vorbei, ne? Wird's noch mehr geben. Geht's hier auch irgendwo lang? Oh, hier. Ah, guck mal. Ach, ich muss nur hingehen, dann ist es schon freigeschaltet. Ah, nice. Gut. Haben wir das auch erledigt. Bis hier hinten. Revelio. Gut. Oh, was war hier? Aha. Aha. Hä? 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 Soll ich denn da durchkommen? Hm. Interessant. Naja. Das lösen wir wann anders. Vielleicht lerne ich noch einen Zauber dafür. Hallo. Wo ist die denn? Da oben? Ah. Lenora, ich hab's herausgefunden. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich bin den Hinweisen gefolgt. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade, ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Natti ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Ja, kannst du den Leuten auch erzählen, dass du es hast. Wie habe ich das übersehen? Wie eine Motte zum Rahmen. Gut, Chris, das ist ein Drache. Cool. So. Hier habe ich das Feuer entflammt. Rebellion. So, gehen wir erstmal zur Zauberkunst. Achso. Okay. Karte. Zwischendurch Quest machen. Außerdem ist Arceo, glaube ich, ganz gut, um außerdem ist Arceo, glaube ich, ganz gut. Ganz guter Zauber, den man benutzen kann. Ich raff die Türen. Wie funktionieren diese Türen? Bin ich irgendwie gerade ein bisschen random. Revelio. Da da dam dam da da dam dam da da dam dam. Also wenn ihr wisst, wie man diese Türen leichter aufkriegt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich stelle mich da gerade noch ein bisschen dumm an. Revelio. Kiste. Da 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 da
Aber finde ich geil, dass du Phineas Nicholas Black als Schulleiter genommen hast. Das finde ich lustig. Der unbeliebteste Schulleiter. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Wer? Was? 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 Revelio. Wer hat da gerade geredet? Ach hier, nee, das ist das Flohpulver-Ding. Seine Kiste. Schloss auf Stufe 1. Ah, da muss ja Lohomora kommen wahrscheinlich, ne? Okay, na gut. Aber ich habe mal auch wirklich das Gefühl, Hogwarts ist einfach riesig. Das finde ich ziemlich nice. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Akio. Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Geiler Typ. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Ach so rum, okay. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen, bitte? Und ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Wir gehen in den Wald. Aber Schüler dürfen da nicht rein. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja. Ja. Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Kurzum,
Verzaubern Sie die Kugel mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Akio, stellen Sie es sich wie eine Partie. Genau so. Konzentration. Wunderbar. Sehr gut. Yes! Sehr gut. Punkte für Gryffindor. Yeah. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onei, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onei, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Jetzt? Okay. Verdammt, ich habe ihre auf 50 geschoben. Ausgezeichnet. Dann wollen wir mal. Nein, 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 nein. Okay, jetzt muss ich. Okay. Oh. Ah. Schade. Gleichstand. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Oh, okay. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. So. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Ja, mach jetzt. Du bist dran. Genau so wird das gemacht. Scheiße. Das passiert den Besten von uns. Ja, ja. Dann wollen wir mal. Na bitte. Kann nicht mehr gewinnen, außer ich schiebe einen von ihnen raus. Okay. Lass dich einfach nicht von den anderen nervös machen. Du stellst dich ziemlich gut. Ach hier. Oh! Das war vernichtend. Yes! Alter! Nicht gedacht, dass das klappt. Aha. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Cool, also man kann gute Übungen, also wirklich spielerisch lernen. Das ist ich wünschte, die Schule würde so funktionieren. Geil. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen.
Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Ah, okay. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Aha. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Klammer. Großes Ouagadou. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Aber wenn ihre Mutter umzieht, kann sie doch auch da wohnen bleiben, also. Ouagadou ist, das kommt hier wahrscheinlich, ne, mit dem Zauberstil. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Aber Ouagadou ist dafür bekannt, dass die sehr gute Alchemisten haben. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Ist krass, ne? Weil die ist jetzt ja viel krasser eigentlich als jeder Hogwarts-Schüler. Der Hogwarts-Schüler nimmt den Zauberstab weg und er kann kaum noch was, während sie auch beides kann. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Das finde ich. Bis zum nächsten Mal. Das finde ich sehr schön, dass sie so diese kleinen Facts von Wizarding World, die ja Leute, die die Bücher lesen, nicht kennen, weil das einfach erst danach entwickelt hat, einstreuen. Das finde ich toll. Man soll den Zauber auf die Kleidung anwenden. Ominous Gaunt? Bei Menschen funktioniert er nicht. Ah. Ein Gaunt. Okay. Na klar, dass er ein Slytherin ist. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Okay. Ja, ich habe auch schon gehört in den Kommentaren, dass erstklassig. Das ist bestimmte Special-Aufgaben für verschiedene Häuser gibt. Also Hufflepuff hat andere Aufgaben als Gryffindor und so. Das finde ich auch ganz geil. So, verlassen wir den Raum. Hier ist eine Kiste. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja, bin ich. Ich habe mal einen Igel beschworen. Hast du gerade mit mir geredet? Irgendwo ist eine Kiste. Naja, oder hast du mit mir geredet? Samantha. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Ah. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Okay, ja, wir bleiben einfach mal hier. Kann man speichern oder was? Ich weiß es nicht.
Spiel speichern, ja. Okay. Ja, dann beenden wir hier einfach mal die Folge. Erste Zauberkunstunterricht gemacht. Kleine Sidequest schon gelöst mit den Motten. Und ja, nächste Woche geht's weiter. Ich freue mich drauf. Ich finde das Spiel bis jetzt echt, echt schön. Viel Liebe zum Detail und diese Hintergrundinformation da mit Wagadoo dazwischen und dann so Kleinigkeiten und sowas. Das finde ich einfach bis jetzt sehr, sehr, sehr toll. Ich freue mich auf mehr und bis nächste Woche. Ciao. Weil ich es kann, weil ich es kann, weil ich es kann, Bangarang Mann, weil ich es kann, weil ich es kann, weil ich es kann, Bangarang Mann.